doch mal, aber mal so eine kleine Idee machen, was denn so alles Juckreiz auslösen könnte. Lasst uns dafür vielleicht erstmal ein paar Kategorien finden, dass wir sagen, so, was gibt es denn da für Überkategorien? Eine Injektion, du meinst jetzt im Rahmen einer Allergie? Also ich dachte jetzt mal so über Kategorien Infektionskrankheiten und so weiter. Ja, Anita? Ja, endokrine Ursachen, dann vielleicht auch, Ja. ja, was denn noch, könnte auch psychisch sein, dann Leber und die Nieren Ja. und was haben wir dann noch? Und die Würmer. Die Würmer, genau, die können wir unter Infektionen gleich auch mit runter machen. Also Niere, metabolisch, ja. Machen wir endokrin, metabolisch, das hängt ja meistens alles zusammen. Tumor, genau, also nehmen wir hier mal Niere, Leber, maligne Geschehen. Und dann würde ich mal vorschlagen, noch eine Kategorie Sonstiges. So. Lege ich gerade. Ihr könnt, glaube ich, im Browser könnt ihr nicht mit reinschreiben. Da muss ich jetzt mal ein bisschen schreiben. So, Infektionen. Sagt mir mal alle Infektionen oder Infektionskrankheiten, wir nehmen ja auch die Würmer gerne mit rein, die zu Pruritus führen können. Was fällt euch dazu ein? Elke. Scharlach, Röteln, Windpocken, Herpes. Was juckt denn davon typischerweise? Nehme ich gerne die Windpocken? Ah, geht's doch mit dem Schreiben. Ich wusste gerade nicht, ob es im Browser geht. Gut, dann mache ich das mal weg. Masern auch nicht so typisch, den Juckreiz. Ne? Deshalb, ich nehme mal so die typischen. Noch Infektionskrankheiten. Olga. Windpocken. Windpocken auf jeden Fall. Nehme ich auch gerne gleich mal den Zoster mit dazu. Obwohl das jetzt im klassischen Sinne jetzt nicht mehr die Infektionskrankheit ist, aber gerne mit dazu. Ich hätte gerne noch ein paar so infektiöse Geschichte. Röteln, ja, machen aber auch nicht den typischen Juckreiz. Immer so Sachen, die typisch Juckreiz mit dabei haben. Olga. Hepatitis macht hier Juckreiz. Jo. Könnten wir bei, schreibe ich mal zur Leber. Ja? Weil Hepatitis kann ja von toxisch über Alkohol, über 10.000 Erreger bis hin Strahlen, Autoimmun, Speicherkrankheiten. EBV hat auch nicht einen typischen Juckreiz. Ich bin heute sehr kritisch. Ne? Olga, du musst noch einmal aufs Mikro gehen, damit es wieder ausgeht. Oh, okay. Contagiosa. Ja, gerne. Das hört sich gut an. Lurs typischerweise kein Juckreiz. Keine Schmerzen, kein Juckreiz. Mumps auch nicht typischerweise Juckreiz. Nur sehr kritisch. Aber bei Lurs ist gerade typisch, dass es nicht juckt. Was ich lustig finde, ist, dass ihr keine Kategorie Haut genannt habt. Keine Kategorie Hauterkrankung bei Pruritus. Schreibt sie mal so.
war auch noch da drüben hin. Krebses, Karies, genau. Läuse, genau. Kontaktallergie. Wo machen wir das rein? Unter, ich mach's mal unter Hauterkrankung. Idli. Neurodermitis. Ja. So. Eine Pilzerkrankung kann auch mal Juckreiz machen, also Mykosen. Psoriasis. Danke. Ich muss nicht so viel schreiben. Allergie wollte ich nochmal allgemein hier drüben hin tun. Naja, auch aufs Waschmittel, aufs Nahrungsmittel oder. Ich mach's weg. Ja, Willi? Vielleicht auch noch Syphilis? Syphilis eben typischerweise nicht. Anita. Die Borreliose. Borreliose. Hämorrhoiden, Pruritus ani, genau. Machen wir das unter Sonstiges. Oder das könnten wir fast unter Leber. Ja, häufig über die Leber. Ich mache es unter Sonstiges. Mückenstiche, genau. Anita. Die Röteln. Röteln auch nicht so typischerweise. Elke? Diabetes. Diabetes, ganz klar. Ich sehe gerade nur, dass ich Borrelien gerade falsch geschrieben habe. Diabetes. Ganz klar. Flohbisse. So, sieht das besser aus mit den Borrelien. Also Flöhe. Nennt mir mal ein paar Beispiele genau für maligne Geschehen noch. Leukämien. An welche denke ich da vor allem, wenn es so juckt? An die CLL, ne? Gerade bei älteren Herren. Tanja? Ein Morbus Hodgkin. Aha. Hodgkin. Ich schreibe mal allgemein Lymphome, da haben wir noch die Non-Hodgkin auch mit dran. Oder sonst natürlich auch CRAs zum Beispiel. Mhm. So, vielleicht Endokrin. Anita? Eisenmangelanämie? Ja. So. Eisenmangel. Oder ich sag mal allgemein noch Mineralstoffdefizite. Zink oder sowas. Anita? Bibi? Ja. Ja, Anita? Die Hyperthyreose. Hyperthyreose, Juckreiz. So typischerweise jetzt nicht. Jetzt nicht. Wären aber typischerweise nicht. Medikamente nehme ich aber sehr, sehr gerne. Endokrin würde ich gerade auch noch an was denken. Ich denke da gerade an so eine Phase vor allem. An eine bestimmte endokrine Phase, wo viele Juckreiz bekommen.
Anita. Die Pubertät. Pubertät? Ja, ich dachte eher so an die Schwangerschaft. Fängt sehr viele an, auf einmal wahnsinnig zu jucken. Kenne ich nämlich selber. Ich würde, bei Blutkrankheiten fällt mir noch was ein. Tanja. Polycythemia vera. Genau. Den vermehrten Zellabbau. Und Richtung Leber fehlt mir auch noch was Wichtiges, Caro. Ich wollte nur sagen, vielleicht kann man noch übermäßigen Stress dazu nehmen. Ja, haben wir jetzt Psychogen. Anita, ich nehme jetzt die Hyperthyreose doch rein. Wahn kann natürlich auch sein. Absolut. Und an was ich noch letztendlich gerade denke. Ja, also mir fehlt bei Leber noch was Wichtiges. Anita. Ah, das ist jetzt nicht die Leber, aber könnte es doch sein, dass im zentralen Nervensystem, dass man einfach sagt, Thalamustumor und der richtet dann sowas an? Am Hypothalamus? Ja, könnte auch sein. Ich hatte ganz schlimmen Juckreiz. Ganz schlimmen Juckreiz am Ende der Schwangerschaft. Ich dachte, ich drehe durch. Gerade nämlich auch durch den Diabetes kann das kommen. Also den hatte ich nicht. Entschuldigung, wenn ich widerspreche. Aber das habe ich selber gehabt. Nur am Kratzen die letzten Wochen. Kann ganz einfach durch einen Mineralstoffmangel dann eben auch kommen. Mir fällt bei Leber noch was Wichtiges, Willi. Vielleicht eine Cholestase? Ja. Und wir hätten eigentlich eine eigene Kategorie Blut machen können. Machen wir hier mal noch Blut, Silvia. Alkoholentzug? Ja, oder auch der Alkohol selber, ne? Ja, Tanja? Melanome können doch auch jucken. Melanome? Oh. Ja. Olga? AVK? Ja. Serielle Verschlusskrankheit. Ja, ja. Absolut. Anita? Jetzt kommt der Fahrrad. Haben wir doch, Cholestase, doch haben wir. Auch den haben wir. Den hämolytischen haben wir nämlich. Auch bei der Hämolyse. Die Ablagerung des Bilirubins beispielsweise. Das sieht ja richtig gut hier eigentlich aus. Also ich würde mal noch so an die, okay, das haben wir unter Allergie letztendlich abgehandelt. Sieht schon ganz gut aus. Hat jemand noch was eklatant Wichtiges? Vielleicht noch so Erysipel, ja, oder ein Lichenruber, ne, habe ich gerade gedacht. Medikamente haben wir drin, das ist wichtig, Diabetes haben wir drin. Das sieht gut aus. Das gefällt mir jetzt. Für ihr Leben. Ne? Wunderbar. Da haben wir doch noch ein bisschen hier was zusammenbekommen. Von daher, ich entschuldige mich nochmal hier für diese